So, heute sind wir mal in unserer kleinen überschaubaren Werkstatt, da wo die ganzen Gepfefferfahrzeuge produziert werden. Noch, weil wir haben ja vor, dass wir vielleicht einmal ein bisschen expandieren, vielleicht nochmal was Riesengroßes bauen. Schauen wir mal. Kann man auch vielleicht ein bisschen. Sind wir dran? Es sind so viele Projekte in meinem Kopf, das ist der Wahnsinn. Auf alle Fälle A1. Er ist zwar halt extrem dreckig, weil wir jetzt gerade mal schnell ins Ringen gekommen sind, der Dominik und ich. Scheiße, ne? Wir haben ja das Teil jetzt folieren lassen in Rot beim Blackbox-Richter, Blackbox-Folie, gell, beim Bingo. Es war Absicht so, dass das Auto jetzt rot geworden ist. Man hätte das Auto auch rot bestellen können, habe aber keine Zeit mehr gehabt, weil ich ja das Auto so genommen habe beim Händler, beim Maschek in Schwandorf. Beim Toni Schulz an dieser Stelle wieder Grüße an dich, mein Freund. Und habe gesagt, ich nehme einen schwarzen, das passt eh. Und darum haben wir die Ausstattung genommen, das habe ich ja letztes Mal gesagt. Und deswegen habe ich das Auto rot foliert. Eigentlich, ich habe das, meine Idee war, anlehnend an dieses S1-Projekt, dass ich den genauso foliere, wie er den S1 was gibt. Und der S1 Edition oder Edition 1, wie sie es nennen, oder S1 Edition oder Edition 1, keine Ahnung, gibt es ja vom A1 und der hat ja auch diese schwarze Silhouette. Allerdings hat der das Rot bis nach oben, bis dahin. Und das gefällt mir nicht. Und der Vorgänger hat das schwarz gehabt. Ich finde, dass das viel geiler ist, wenn das obere komplette Teil schwarz ist. Weil wenn das bis da rot ist, wie schaut man das aus? Komischer Scheiß. Darum wollte ich das einfach so haben mit Schwarz, dass man da aufhört. Und ich wollte auch haben, hinten, dass der Look so ist wie beim alten S1, beim richtigen S1, beim Vorgänger. Dass die Heckklappe das Unterteil schwarz ist und das obere ist rot. Und deswegen haben wir auch die Teile, wo so silber waren, schwarz foliert. Das sieht man jetzt alles natürlich. Ich bin enttäuscht, dass ich das Auto nicht gewaschen habe, aber was möchte ich machen? Fürs Wetter haben wir noch keinen Einfluss. Und dieses Teil haben wir natürlich allen Farben vorbelassen und dann haben wir den geilen Gepfefferschriftzug. Dann brauchen wir was. Spiegel sind natürlich Spiegelkappen, sind auch Originallack. Also das heißt, das ist Originallack, das ist Originallack, Dach ist Originallack, das ist Originallack, Dachspalt ist Originallack. Und hinten natürlich, ich glaube, weil das Auto eh schwarz ist. Und dann haben wir vorne den Lufteinlass, wenn man sich erinnern kann, bei dem anderen, das war ja grau bei mir und so komisch, sondern einer schwarz-gelb. Genau. Bingo! Ja, schau, es aber er steht wenigstens. Er steht wieder, so müssen wir es mal schaffen. So, natürlich haben wir eine geile Autonummer. Vorher haben wir einen Porsche drauf gehabt, jetzt haben wir es am A1 und pah, Downsizing auch im Hause Pfeffer. Noch. So, natürlich muss ich mal schauen, dass meine Kennzeichen immer unterwegs sind, weil wenn meine Kennzeichen mit einem Buchstaben und einer Nummer, danke an der Stelle an das Landratsamt Regen, dass das immer dann noch geklappt hat, weil das sind ja Bestandsschutz, die Nummern. Und wenn ich die habe, die Nummern, dann kann ich die natürlich auch auf ein Auto drauf tun. Deswegen ist das scheißegal, ob das A7 jetzt am Porsche zuerst drauf war und jetzt ist da drauf und zuerst war es am RS6 drauf und jetzt ist es am A1 und dann im Oktober kommt es vielleicht dann am GT oder im Juni kommt es auf das andere Auto, das wir bestellt haben. Ah, mal schauen, ich habe ja noch ein paar Nummern. I5, J8, X7 und A7. Also viermal ein Buchstabe, eine Nummer. Geiler Scheiß. So, genau, das war jetzt das Kurze. Dann sagen wir euch auch kurz, was ich heute vorhabe. Du hast ja zu den Felgen noch gar nicht. Weil wir ja so geile Rotzi fahren haben. Genau. Richtig. Auch danke an der Stelle an die Firma JP Performance in Dortmund. Geil. Danke an der Stelle an die Rotzi fahren Jungs, Deutschland. Die haben uns, die Rotzi fahren zu einem guten Preis überlassen. Natürlich haben wir es nicht geschenkt gekriegt, also umgekehrt, ich darf ihm ein Fahrwerk schenken, er schenkt mir kein Fahrwerk nicht. Das ist halt der Unterschied, aber ist eh wurscht. Muss auch nicht, ich mag eh nichts geschenkt, weil alles, was geschenkt ist, musst du vielleicht irgendwann mal anhören, dass du es geschenkt gekriegt hast. Und dann musst du irgendeinen Gegendienst leisten, das ist eh scheiße. Also von daher. Nein, passt, also es sind halt diese schönen Rote vom Film. Ich habe absichtlich diese Lifter dazu bestellt. Jeder sagt, oh, die haben ja gar keinen TÜV nicht. Ja, das ist aber mir scheißegal, weil ich ja nicht fahre mit denen Teilen, sondern wir montieren die einfach nur, weil wir Lust und Laune haben. Und nur für ein paar Bilder und ein paar Fotos sieht man, darum ist auch ein kleiner Bremsstab drauf. Da wechseln wir jetzt ganz leichte Teile da. Ich habe das Teil drauf, da muss bloß schauen, weil da ist ja die Aussparung. Und wo ist der Nippel? Da ist der Nippel. Genau, und da muss man rein. Gut. Und dann war es das da schon. Und dann fahren wir das Ding rein. Jetzt pass auf. Vorführeffekt natürlich, gell? Dass wir das Gewinde, weil das auch so schön fein ist, dass wir das draufbringen.
wenn es jetzt nicht funktioniert, ist er nicht ein KW-Fahrwerk. Also von daher machen wir jetzt keine Schande, verstehst du? Einmal. So. Und Nummer 2. So. Ich hab's natürlich schon gelöst, nicht dass wenn du machst, wow, die hat ja voll locker. Bin ich blöd, oder? Nicht, dass wir da noch bleiben. Wenn ich davor stehe und möchte das Ding montieren und schaue aus wie der Popeye und kann nicht aufschrauben, verstehst du? Das ist auch eine Doppelscheiße nachher. Ja, so, da ist der Nippel. Gut. So läuft es. So läuft der Hase. Bam! Und das war's. Dann schraubt die Lüfter drauf. Also ich finde, dass die Lüfter den mega mäßig stehen, den Auto. Machen gleich eine ganz andere Optik. Coole Geschichte wäre natürlich, wenn das Ding noch ein bisschen tiefer wäre. Geht ja jetzt, weil die Felgen dementsprechend jetzt gut in den Radkasten stehen. Ist eigentlich nicht gepfeffert like in der Tiefe. Es würde funktionieren, wir hätten noch Restgewinde. Hinten und vorne noch 5 cm. Aber wie gesagt, irgendwann ist dann warm mit den Kotflügeln. Also vorne haben wir jetzt noch ein bisschen Luft, aber man will ja fahren auch. Also locker könnte es noch 2 cm oben rauf, ohne Probleme. Aber wir haben es absichtlich dieses Mal nicht gemacht, weil hauptsächlich meine Frau unterwegs ist mit dem Auto. Und wenn meine Frau damit unterwegs ist und mit Frau und Kind und vielleicht haben unser kleiner Wauke, unser kleiner Nino, unser kleiner Mini-Chihuahua, gell? Unser kleiner Schmerer. Wenn der auch mit unterwegs ist, dann muss das schon passen. Deswegen muss das sauer fahren und dass das passt. Ist einmal was anderes, ist einmal ungewohnt vom T5-Bus bzw. T6-Bus. Meine Frau hat mal eins umgestiegen, notgedrungen, weil ja der Bus jetzt umgebaut wird. Und da muss oder darf es, wenn man sehen mag, mit A1 fahren. Wie gesagt, A1 wird jetzt der eine oder andere fahren, hat schon bestimmt schon Immobilie gesehen, wir verkaufen das Auto wieder. Wir haben das Auto nur angeboten, weil die Resonanz so groß war. Und dann habe ich gesagt, okay, dann haben wir nochmal rein ins Mobile und schauen wir mal, was passiert. Ihr kennt es gerne, das Auto ist auch finanziert, ist klar. Ich kaufe mir nicht für 30.000 Euro ein A1. Das ist eine Firma gefinanziert und für eine gewisse Anzahlung und monatlich 80 Euro kostet das Auto, kann ihr gerne die Finanzierung übernehmen, wenn ihr uns die Anzahlung bzw. die Teile bezahlt, was am Auto sind. Und das sind höchstens irgendwo so um die 8.000 Euro. Also wenn du 8.000 Euro zur Verfügung hast und 80 Euro monatlich, kannst du das Auto käuflich bei uns erwerben. Das haben wir gerade so nebenbei, weil dann holen wir uns wieder was anderes. Dann fangen wir wieder nochmal von vorne an. So, also, das war's. Wollten wir euch was zeigen, weil die Felgen kommen jetzt im Ober. Weil die Felgen von uns ein Spätzle probiert er. Und da schauen wir jetzt einmal, dass wir den bei dem am 7er Golf vom Erfe stecken, wie das ausschaut. Und wenn der dann kommt, da war ich hin, kann man natürlich meine mega geil SQ2 Felgen wieder auf. Ja. An der Stelle danke an die Firma Wheelworks, die uns jetzt die repariert hat, weil ich natürlich diese Felgen aus eBay bei einem ganz seriösen Händler gekauft habe. Das war der einzigste Satz, was drin war. Die SQ2-Felgen kosten normal eine 500 Euro oder 510 Euro. Habe ich einen ganzen Satz für 1300 gekauft. Angeblich nur ein paar Lackspritzer dran und irgendwelche scheiß Reifen, die ich eh nicht gebraucht habe. Ja, die habe ich dann gekauft für 1300 und was war das Ende vom Lied? Die 2-Felgen waren rund. Super. Ne? Die haben wir jetzt dann ausgebogen, wie man das nennt, oder ausgepresst. Also auf alle Fälle, jetzt sind sie wieder gerade. Jetzt laufen sie wieder. Und danke an der Stelle an die Firma Wheelworks. Und Engelmeier, okay. Martin, unser Spezi, der hat jetzt die ausgerichtet. Und deswegen damals die als Affe, weil die anderen, die rote Form, auf einen Zimmer Golf von der Spezel von uns, vom Löwe aus Kirchberg Affe kommen. Dann mache ich einmal den Motor auf, dass das ausschaut, wenn ich sitzt, wo es dein Auto stehst. So, das haben wir außerdem, das kann man mit einfließen lassen. Haben wir drauf? Ja, wir sind. Weil, wir haben letztes Mal was vergessen. Wir wollten euch doch den geilen Motor zeigen. Ja, ich würde mal sagen, eine Batterie von einem Bulldog ist größer. Die nimmst du so. Ja, das ist der Motor. Dreizylinder Turbo. Ja, geiler Scheiß. Eine Batterie kannst du einer da, die war so groß wie der Motor, gelangt drüber, du wie die Motorradbatterie. Ja, schon schön, das ganze Teil da. Nein, wie gesagt, mir ist wurscht. 160 PS war nicht schlecht, gell? 116 war nicht so gut schlecht, geht er jetzt nicht. Naja, gut. Weil der Sound ist halt die Hälfte von deinem VR6. An Stefan Buditsch an dieser Stelle viele Grüße an meinen Freund aus dem Schwarzwald. Wenn man dir jetzt einen Auspuff reinzimmern darf, dann hat sich auch mit deinem VR6 das garantiert. Ja, nur, dass ich mehr als dreimal so viel Hubraum habe.
Jetzt muss ich schon sagen, dreimal viel Leistung, würde ich schon sagen, aus dem Kompressor drin oder was. Ja, das wollte mein letztes Mal zeigen, haben wir vergessen. Genau. Du wolltest den brachialen Turbolader zeigen. Brachialen Turbolader? Den haben wir letztens nicht, aber den wird man nicht sehen. Oder? Doch, das sieht man schon. Das ist das Riesen. Warte mal. Heiß. Ah, hast du es gehört? Mhm. Ist er was? Ja, ist er. Trotzdem, brachial, also er ist schon groß, aber größer. Also er hört sich brutal an, als wenn du da auflässt und so. Ja, krasser Scheiß. Ja, genau. Was soll man da sagen? Pulli, Hoodie, T-Shirt, schau hin. Nice T-Shirt haben wir. Wieder am Start. Mit einem kreiseligen Gesicht drauf. Komisch, wie das alles auch wird. Ha? Seltsam. Haben wir am Start. Demnächst bei uns im Online-Shop. Da haben wir da Stehbolzen montiert, weil Adapterplatten. 5x100 auf 5x112. Ha? Von der Firma SCC. Meine Spätel. Macht es gut. Aus dem bayerischen Lande. Aus der Gegend von Horod bei Nürnberg. Gell? So, runter damit. SQ2-Fell geht drauf damit. Ist ja geil, wenn man Stehputzen hat. Ich finde das cool. Da kann man eigentlich schön arbeiten. Ich finde das aber mega geil. Stehputzen ist auf der einen Seite eine geile Geschichte. Wenn aber jemand Spurplatten verbauen will, ist es nicht so cool. Weil Ford hat ja serienmäßig bei manchen Modellen Stehbolzen gehabt. Und da, wenn du dann Spurplatten montieren wolltest, hast du immer einen riesen Akt gehabt mit dem Scheiß dann, dass du dann längere Stehbolzen verbaust und darunter unterlegst und. Also das ist. Toyota hat auch nur Stehbolzen. Ehrlich? Ja, sagst du das? Bei den Japanern kenne ich mich nicht so aus. Also beim Nissan GT-R. Das sind lieber die Japaner. Apropos, da haben wir erst letztes Mal Fahrwerk ausgeschickt. Nach Dortmund, zum Heiler heißt der, Stefan Heiler glaube ich, ja, genau. Der hat er gepfeffert mit HLS bekommen. Gepfeffertive Version mit HLS im Nissan GT-R. Sind wir mal gespannt, wie wir die Kiste sehen. Ja? Von daher. Immer ein wenig zurückgenetzt. Schaut ja wieder ganz anders aus, die Optik wird jetzt nicht ganz schlecht, finde ich, weil ich habe es auch letztes Mal beim letzten Video haben sie auch in Schwarz schon drauf gehabt. Ich hab's am schwarzen Auto haben sie richtig fett ausgeschaut. Auf Rot gingen sie eigentlich auch. Ich hätte es noch gern verdichtet, weil momentan bin ich so ein Verdichter-Fan, weißt du, Rot und Glanz ist eigentlich so mein Ding. Und, aber wie gesagt, muss mal schauen. Ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt so viel Geld investiert, weil das Dreck da aus eBay wieder kaputte Felgen verkauft hat. Jetzt muss ich schon wieder piepsen. Ach so, ich meine, du musst pupsen, habe ich verstanden. Nein. Das Dreck piep! Ich habe einen eBay-Namen nicht gesagt, aber. Verstehst? Sowas ist eigentlich ein No-Go. Ja, schlechte Bewertung ist ja, ist raus. Ja, gegeben. Sagst du das? Schlechte Bewertung, verkauft Fällen, aber da muss man sich erst beschweren. Vielleicht schreiben sie das mal, hey, was machen wir? Ja? Aber der das Geld überweist, für was reparieren kostet hat, ja, nicht. Ja? Aber, mir ist egal. Jetzt heißt es eh nicht mehr. Es ist ja das, wenn man was gebraucht kauft, aber neu war es mir nicht wert, selber schuld. Warum jammert ihr jetzt da? Ja? Da hätte man das ganze Jammern nichts. Ist so. Ich hab's gespannt, wenn wir dann fertig sind, wie wir dann ausschaut. Haben wir's drauf? Was sagt ihr? Vergleich? Vorher besser? Nachher? Schlechter? Gut. Schaut gut aus. Also ich find's nicht schlecht. Also Höhe natürlich wäre anpassungsfähig, gell? Aber an Höhe geht's ja nicht diesmal. Und deswegen, meine Frau mag das so, das haben wir davor schon gesagt. Ich muss immer hier reiten können, wie wir im Bayerischen Wald sagen. Und deswegen passt das so. Also, vielleicht kommt noch was anderes, selbst gespannt sein am Wörthersee, haben wir ganz was anderes drauf. Da haben wir mehr Einpresstiefe heißt Radl mehr drin heißt mehr Tiefe. Und mehr Tiefe heißt geile Optik. Und deswegen, in diesem Sinne, Servus, Hallo, Gerne.